erlauben Sie mal. Sie sind doch sicher ein Einheimischer, gell? Einheimischer? Wie meint ihr das? Ich meine, Sie sind doch sicher hier geboren, nicht? Ja, hier im Zeitglocken. Nein, da haben wir Kesslergasse Nummer 32 im dritten Stock. Nein, ich meine, Sie sind doch Berner. Ja? Ja, hat er etwas dagegen? Dagegen? Nein, im Gegenteil. Aber Sie können, ja doch, das können Sie. Sie können mir sicher sagen, wann fährt der nächste Omnibus nach Worb? Der nächste Omnibus nach Worb? Nach Worb, ja. Auch wenn das der fährt? Ja, wenn das der fährt. Nie. Ha? Was, wieso? Wieso nie? Ja, nach Worb kein Omnibus fährt. Nach Worb, da fährt gar kein Omnibus. Ah, da fährt keiner. Ach du meine Güte. Ja, sagen Sie mal, kann man nach Worb auch gehen? Ja, wenn man will, kann man schon. Ja, und wie geht man denn da? Ja, zu Fuß. Naja, also das ist ja schließlich klar, ne? Ja, ne, das ist nicht so klar. Du könnt ja auf den Hang gehen, nur hätte der ein bisschen länger, gell? Sie Spassapfel. Ja. Sie, sagen Sie mal, Sie verstehen mich falsch. Ich meine, wie lang geht man da? Ja, ich meine, Sie wie lang? Ja, da könnt ihr hier lang gehen und könnt da lang gehen. Nein, ich meine, wie lange man geht? Ja, da könnt ihr das ganze Jahr gehen, die Wolfstraße gehen. Mann, das ist ja klar, ne? Ich meine, wie viel Zeit das man braucht. Ah, ja, wie viel ja. Zeit denn aber? Ja, je nachdem. Aber was heißt jetzt wieder je nachdem? Ja, je nachdem, wie einer geht. Wenn einer langsam geht, dann hat er natürlich ein bisschen länger, als der einer, der gleitiger geht. Also, man, das ist doch vollkommen klar, ne? Ja, nee, das ist nicht so ganz klar. Weißt du, es gibt nämlich noch ganz langsame. Und die laufen noch langsamer als die langsamen. Aber ich meine doch, was braucht man so im Durchschnitt? Im Durchschnitt? Ja, im Durchschnitt. Ja, also, 2 Franken, 75, müsst ihr schon rechnen. Was heißt 2 Franken, 75? Ja, wenn ihr Geld habt, bis ihr im Burger jetzt hier seid, habt ihr doch einfach Durst und dann geht ihr dort richtig ein Bier haben. Ja, da kannst du etwas 50 geben und dann mit dem Trichgeld und dann geht ihr. Ach, und dann geht es viel lang, dann kommen wir auf Gümmel, und dann ist Strecke, dann hat er sicher Hunger. Gell? Dann kann er einen Servolasalat und macht um etwa 1,40. Und nachher, von dort weg, ja, dann kommen wir auf die Rüfenacht. Ja, das ist noch ziemlich weit dort, wisst ihr, dann geht er dort. Ja, so 2,75 müsst ihr schon. Mann, ich möchte doch wissen, wie viel Zeit ich da dazu brauche. Ja, für das alles zu essen? Ja, nein. Ich müsste etwa, wenn wir sagen, 5, 20 Minuten müssen wir schon rechnen. Ja, etwa so. Aber Sie können mir doch wenigstens sagen, wie muss ich da gehen? Ja, muss ich? Ja, ich gehe in die Freiwillig. Ja, aber wie gehe ich da? Ja, das ist gut. Da könnt ihr schon im Mantel gehen. Da könnt ihr aber auf den Arm nehmen, das geht doch. Also Sie, zum letzten Mal. Wie gehe ich nach Worb? Ja, zum letzten Mal? Ja, ich habe heute gegangen, ich heute zum ersten Mal. Ja, ich gehe ja zum ersten Mal, eben drum stehe ich da und frage Sie. Aha. Weiter und dann? Ja, das habe ich mir noch gedacht. Das ist ja. Ja, in dem Fall, da geht er links über die Kirchenfeldbrücke. Gell? Kirchenfeld, oh, endlich. Also, mein Weg führt über die Kirchenfeldbrücke. Ja, nicht nur neue. Alle Leute, die auf Orb gehen müssen, die Kirchenfeldbrücke. Ist das der kürzeste Weg? Naja, das ist ja wohl klar. Nicht? Und dann weiter? Ja, ja, dann gibt es eben Thunstrasse. Thunstrasse, hä? Ja, Thunstrasse, ich will doch nicht nach Thun. Ja, hat er etwas gegen Thun? Nein, aber ich will doch nach Worb. Ah, nach Worb? Ja, nach Worb. Ah, ja, nach Gümligen weiter, dann nicht. Nach Worb? Ich weiß nicht, was ich in Gümligen suchen soll. Ja.
Kann sein, dass wir vielleicht dort noch Verwandte hätten. Ich habe weder Verwandte in Thun, noch Verwandte in Worb, noch Verwandte in Gimlingen. Aha. Ja. Nach Worb, Peter. Ja, ich will nach Worb. Wenn ich auch keine Verwandte habe, will ich trotzdem nach Worb. Ja, ne, wir gehen nicht heute. Ja, aber bitte, aber wie gehe ich da? Ja, also, das geht er einfach da weiter, ne? Weder nachher und nachher? Ja, nachher geht er da. Ja, wir müssen also doch über Kirchenfeldbrück. Ja, das will ich ja, ja über Kirchenfeldbrück. Nein, eben Thunstrasse. Ja, also jetzt sind wir an der Kirchenfeldbrück, ne? Nein, ja, wieso wir? Ich komme nicht mit. Mann, Ihre Nerven, die möchte ich haben. Ja, die brauche ich selber. Also jetzt geht er einfach da durch die Kirchenfeldbrücke, gell? Ja. Dann hat er die Thunstrasse durch den Ruf. Thunstrasse. Dann kommt er ins Burgensee, dann könnt ihr da euer Bier haben. Dann kommt er Muristrasse, ist ja gleich wie die Thunstrasse. Aber die merken es dann schon, gell? Ja. Und nachher weiter. Nachher geht es dann weiter. Nachher, ja, dann wird es einfach ein bisschen komplizierter dort. Was noch komplizierter? Ja, wieso? Dann kommt er dort sein Kölzli, gell? Aha. Dann könnt ihr machen wieder weiter. Dann könnt ihr ja geradeaus die Thunstrasse noch weiter oder weiter oben durch. Oder könnt ihr die Worbstrasse über. Worb? Dann gehe ich natürlich durch die Worbstrasse, ne? Aha. Dann treffe ich ja auf Worb, ne? Köpfchen, ne? Nein, da treffen Sie auf Gümligen Köpfchen. Mann. Wenn ich durch die Worbstraße gehe, dann treffe ich auf Worb, ne? Drum heißt sie doch Worbstraße, das ist doch sonnenklar, ne? So, ja, und wenn ihr jetzt da, sagen wir mal, da zum Beispiel Pestalozzi-Straße aufgegangen, ne? Dann treffen sie auch auf Pestalozzi, das ist doch sonnenklar. Das ist doch ganz was anderes. Das leuchtet mir doch ein, dass ich den Pestalozzi nicht treffe. Das müsste ja direkt ein Zufall sein. Ja, wieso Zufall? Der ist doch schon gestorben. Was? Der Pestalozzi ist gestorben? Ja. Da war der krank. Was hat dem gefehlt? Ich habe gar nichts gehört davon. Ja, das weiß ich ja nicht. Das ist schon lange her. Das kann nicht sein. Also nein, ich habe noch ein Bild von ihm gesehen, die illustriert, da war noch ziemlich richtig. Ja, das war vielleicht eine Fotografie aus den Jugendjahren. Mann, wir versäumen uns jetzt hier die Zeit wieder mit dem Pestalozzi. Also jetzt, ich sollte ja schon längst in Worb sein, also jetzt sind wir auf der Worber Straße. Nein, wir sind eigentlich noch am Zeitglocken. Also in Gedanken sind wir jetzt auf der Worber Straße. Also Thunstrasse wird er nicht gehen? Nein. Jetzt will ich durch die Worbstraße. Aber das ist noch schade, geht er nicht durch. Wisst ihr, auf der Thunstraße, da hättet ihr noch so eine schöne Aussicht. Oder würdet da die Alpen, die Eiger, Mönch und Jungfrau, würdet ihr da sehen? Würdet ihr und könntet ihr und hättet ihr? Ja, wenn keine Häuser davor wären. Darum will ich jetzt durch die Worbstraße. Also, der Thunstraße. Keine Aussicht hinter draußen durch die Worbstraße. Ja, nur? Gange toll. Sagen Sie mir, wenn Sie nach Worb gehen müssten, wie würde Sie gehen? Ja, ich muss nicht nach Worb, ich weiß nicht, was ich da oben zu tun habe. Gesetzt der Fall, Sie müssten nach Worb, wie würden Sie dann gehen? Ja, da würde ich nicht gehen, da würde ich fahren. Ja, eben. Fahren? Ja. Aber Sie haben mir doch vorhin erzählt, nach Worb, da fährt kein Omnibus. Ja, Omnibus fährt das Käse, aber das blaue Bär. Was sagen Sie mir erst jetzt, dass das blaue Bahnli fährt? Ja, die hat mich ja gar nicht danach gefragt. Wann fährt das nächste blaue Bahnli? Das nächste blaue Bahnli? Ja. Das ist gerade vor 2 Minuten gefahren. Seht ihr, es fährt jetzt ab. Der schnellste Weg nach Worb. Der Karl Steuer und der Ernst Mischler sind das gsi bei uns im Nachtexpress.